Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Tja, wie heißt so schön, neuer Spielstand, neues Glück. Die letzte Folge war echt mega heftig für mich. Ich hab's vor der Losfahrt gewusst. Ich glaube, man kann froh sein, dass ich diese Aufnahmesession keine Facecam dabei habe. Oder vielleicht ist es auch schade, weil die Reaktionen wären sicherlich mega gewesen. Dieser Hai, der wirklich in der Luft geschwommen ist, also geflogen ist, habe ich hier noch nie gesehen in dem Spiel. Dann auf einmal der Fels oder was auch immer. Ich habe alles probiert zu drücken, aber irgendwie kam ich nicht weiter und dann war man schon tot. Ja, nichtsdestotrotz, ich habe mich zwar immer ein bisschen dämlich angestellt, aber ganz ehrlich, dafür schäme ich mich nicht. Das gebe ich offen und ehrlich zu, dass ich da kein Mega-Pro bin und ich spiele es trotzdem, weil es mega Spaß macht und ja, ich bin mega Schisser, aber das ist mir ehrlich egal, dazu stehe ich. Und würde ich sagen, neues Spiel, neues Glück, neue Regeln und vielleicht stellen wir uns diesmal, was war das denn gerade? Hier stand irgendwas mit Sardine. What the fuck? Wo ist denn hier eine Sardine? Ich glaube, wir haben schon den ersten Fehler wieder gefunden. Da ist schon mal auf jeden Fall wieder einer unserer Freunde. So ein mega großer Hai. Glückwunsch. Wir suchen erstmal die Insel ab. Sammeln alles ein, was hier so frei rumliegt. Wie zum Beispiel dieser Stein. Was haben wir denn eigentlich schon im Inventory? Das Übliche. Was ist das denn? Diver Slate? What? To anyone who can help us. We have been bowed down on reef. Please help us. Come to rescue us before we die. Help. Krass. Ich glaube, das haben sie auch mit dem letzten Update. Ups, wie lege ich mir das weg? Mit dem letzten Update neu eingeführt. Können wir ja mal mitnehmen. Vielleicht stoßen wir irgendwann mal auf die. Vielleicht hat das dann einen Wert, keine Ahnung. Ich kann mit den Koordinaten eh nichts anfangen. Stein auf Stein. Und da ist schon wieder der erste Akro-Hals. Oh, die Haie, ey, die sind echt krass geworden mit dem Update. Und das, obwohl sie danach direkt schon den Fix rausgehauen haben, aber ich finde die trotzdem noch mega aggro. Bei der letzten Aufnahmesession kann ich das ja noch, also bei der letzten, also quasi in der letzten Folge und die 15 Folgen davor, wo wir schon schwer verletzt durch die Gegend gehampelt sind, kann ich das verstehen. Ganz ehrlich, wir waren am Bluten, wir waren halb tot. Da ist klar, dass so ein Hai dann uns ganz schön lecker findet. Hier ist keiner in der Nähe, oder? Boah, diese Wellen, ey. Beruhigen finde ich die ja nicht. Doch, da hinten ist der Agroglaus. Guck mal. Ein bisschen ins Wasser gegangen, schon kommt der Hampelmann da an. Lass mich doch mal die Scheißkiste da gucken, Junge. Komm, ich schnetzel dich weg. Einer deiner Kollegen kam mir letztens entgegengeflogen. Fällt sie ja vom Glauben ab. Schwimm mal bitte weg, Kollege. Ja, viele von euch, die das vielleicht gucken werden, sagen, wo ist hier der Horror in dem Spiel? Aber ganz ehrlich, ich finde es schon nicht unbedingt horrorlastig. Klar, Horror ist ein bisschen was anders, aber der Survival-Faktor ist hier echt hoch und die Haie machen mir mega Panik, vor allen Dingen, wenn der so lange abtaucht. Hol Luft, Junge, sonst stirbst du.
Wo ist er denn hin? Taucht er bestimmt gleich vor mir hier irgendwo auf. Ich will diese Kiste, Junge, also lass mich doch mal in Ruhe hier. Da, siehst du? Penner. Ja, dann suche ich halt weiter ab. Fuck you. Hat Zeit. Ich habe einen Stein übersehen. Huch. Wie kann ich den Aggro-Glaus denn da weglocken? Das muss doch irgendwie machbar sein. Ich versuche hier systematisch die Insel abzuklappern, aber das ist schwierig. Erstmal Stein und Sticks einsammeln. Stein und Sticks. Hier haben wir direkt eine Yucca-Palme. Wenn wir einmal da sind, können wir die mitnehmen. Wie gesagt, das Spiel hat heute irgendwie Probleme. Die Frame Rate. Ich kann heute echt kein ordentliches. Wo sind die denn hin, die Lashings? Habe ich zwei. Eins. Wo ist die zweite Lashie hin? Ach, das ist doch scheiße, wenn so ein Lashing einfach hier im Stein verschwindet. Ernsthaft, das ist doch jetzt nicht wahr. Ich hatte es doch gerade. Immer noch eins. Hier irgendwo war es doch. Hallo? Habe ich es jetzt? Zwei. Okay, immerhin. Was macht Agroglows? Wo ist der? Ich höre es blubbern. Das heißt, so weit weg kann er eigentlich nicht sein. Warum sollte der ja auch? Hat ja leckeres Essen hier. Da war er doch gerade, oder? Ne, ich höre. Dieser Assi, ey. Mann, ich kann hier bald gar nichts mehr. Erste Aufnahmesession hat mich so verschreckt, dass ich jetzt nichts mehr hinkrieg. Zeit ist okay. Komm, wir suchen weiter die Insel ab. Fuck you. Keine Schlange, oder? Nee. Nehmen wir den Stick mit, bevor da schöne Kommentare kommen zu Stick übersehen. Okay, schon können wir keinen Stick mehr mitnehmen. Würde ich sagen, lassen wir die Note gerade mal noch hier. Können wir später einsammeln. Wir brauchen erstmal die Stiggies. So. Ich will nie wieder von der Insel runter, ey. Scheiße. Scheißendrick. Hatte ich hier nicht gerade im Augenwinkel eine Yucca-Palme gesehen? Nee, ne? Kartoffel, irgendwo Kartoffel. Wir gehen natürlich weiter erstmal außen lang. Da ist die zweite Yucca. Und auch noch ein Stick. Fünf Schläge brauchst du mittlerweile. Krass. So, die beiden Leashings können wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Dann sind wir Leashings auch voll. Guck mal gerade nochmal hier im. Das ist doch auch noch ein Stick, oder? Jawohl. Gut versteckt. Direkt da, wo man ankommt. Irgendwo eine Kartoffelpflanze. Kartoffelpflanze. Sieht nicht so aus, ne? Gibt's Inseln ohne Kartoffeln? Ich dachte, bisher auf jeder Insel gibt's irgendwie Kartoffeln. Wahrscheinlich bin ich schon 100 Mal dran vorbeigelaufen.
Irgendwie hängt das heute total. Da ist noch ein Steingut versteckt. Hallo, wo ist mein Fadenkreuz? Könnten Sie auch mal ein bisschen deutlicher anzeigen oder man müsste diese Büsche hier wegmachen können. Also, das wäre schön. So, Kartoffeln sind ja meistens hier so, ne? Ist das nicht eine? Kartoffelpflanze, natürlich. Direkt vorm Boot. Hätte man beinahe platt gewalzt. Kann man natürlich nicht mitnehmen. Wasserflasche. Mal da rein. Feuerzeug. Mal da rein. Und hallo? Der wollte gerade nicht rückwärts gehen. Irgendwie ist das Spiel heute ein bisschen buggy. Weiß ich nicht. Ich hab's irgendwie jede zweite Aufnahmesession, dass da das gute Zeug nicht so will, wie ich das will. So, Freunde. Das sieht wenigstens mal gut aus. Warum zuckelt der so? Wir haben doch jetzt keine Krankheit und nix. Verstehe das, wer will. Probieren wir nochmal da hinten hinzukommen. Vielleicht kriegen wir es ja jetzt hin. Da hinten rechts war er gerade. Aber ganz ehrlich, ich habe für nichts mehr Mut. Das ist so krass. Ich hätte erstmal eine längere Pause einlegen sollen, um mehr Mut zu fassen, weil ich kriege echt, ich merke selber, ich kriege hier nichts hin. Und das, obwohl es nur ein Spiel ist. Nur ein Spiel. Kranke Scheiße. Warum ist denn das Wasser auf einmal so dunkel? Siehst du, er ist unser Freund schon. Der gibt uns keine Gelegenheit, zur Kiste zu kommen. Da muss also was Wertvolles drin sein. So, die Not können wir ja jetzt auch mitnehmen. Dann tun wir die schon mal hinten sammeln. Und dann haben wir diese Folge erfolgreich eigentlich gar nichts gemacht. Aber gut, so ist das halt, wenn man gerade neu anfängt und mega Schiss hat. Und ganz ehrlich, ich schäme mich immer noch nicht bei diesem Spiel so schiffhaft, genau, schiffhaft, schisserhaft zu sein. Weil ganz ehrlich, so ist das halt. Da kann ich gut zu stehen. Habe ich kein Problem mit. So, ansonsten braucht man den Rest zum Craften. Wo haben wir denn ein bisschen Platz hier, ne? Dass wir uns hier so eine provisorische Behausung schon mal bauen. Wird keine Mega-Hütte, aber erstmal eine ganz kleine. Oder vielleicht fangen wir mit einem Bett an. Wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. So, Stickies. Stickies. Steine, 7 Stück. Ganz ergiebig hier die Insel gewesen. Ein achten, der liegt bestimmt noch irgendwo. Blechings. So. Dann können wir ja mal gucken, was können wir denn craften. Crude Axe, Crude Hammer. Und Campfire. Würde ich sagen, machen wir uns erstmal eine Axt. Dann machen wir uns noch einen Hammer. Hammer, Axt. Sollst den Hammer nicht auswählen? Campfire, nee, nicht unbedingt. Was braucht man denn noch für ein Bett? Braucht man da echt Dings für? Weil ein Bett ist, denke ich, erstmal die Prämisse Nummer 1. Gut, dann liegt unser Bett natürlich wieder nicht in einem Lager. Wisst ihr was? Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wo wir dann ein Lager bauen werden mit Bett. Und ich denke, es ist dann ganz okay für die erste Insel in der neuen, ja, in der neuen
im neuen Versuch, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke für die Unterstützung. Ich hoffe, euch gefällt es weiterhin. Ihr könnt ja gerne mal was in die Kommentare schreiben, wie euch das Spiel gefällt, wie euch die Qualität gefällt, was man gegen diese Ruckler tun kann. Wie gesagt, es ist von Aufnahme zu Aufnahme unterschiedlich. Mal ist es ganz normal und dann an anderen Tagen irgendwie hat es so seine Probleme. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wenn ihr das wisst, dann gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Part. Bis dann. Ciao, ciao.